In diesem Diagramm hier ist die Zusammensetzung unserer Sonne eingetragen, relativ zu anderen Sternen in der näheren Umgebung der Sonne. Auf die anderen Sterne komme ich gleich zu sprechen. Zunächst mal soll es nur um die Sonne gehen und weshalb wir diesen Vergleich überhaupt machen, warum das wichtig ist. Zunächst mal das Diagramm selbst. Im Grunde genommen interessiert uns hier nur die Y-Achse, auf der ist das atomare Magnesium-Silizium-Verhältnis aufgetragen. Die Y-Achse ist hier nicht von großer Relevanz, das ist die Metallizität eines Sterns, das heißt das Eisen-über-Wasserstoff-Verhältnis, auch wieder atomar, die genaue Formel ist hier angegeben. Das ist ein Index für das Alter eines Sterns. Wie gesagt, das soll hier zunächst keine Rolle spielen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Sonne an. Die Sonne hat ein Magnesium-Silizium-Verhältnis von etwas über 1, ungefähr 1,05, ein atomares Magnesium-Silizium-Verhältnis. Das Gewichts- oder Massenverhältnis ist natürlich nicht weit davon entfernt. Was bedeutet das jetzt? Bei einem Verhältnis von Magnesium-Silizium von 1, wenn alles ein heißer Nebel ist und er beginnt zu kondensieren, sollten die ganzen Minerale da drin hauptsächlich Pyroxen sein, vielleicht noch mit ein bisschen Olivin. Speziell, wenn noch etwas Eisen dazu kommt, dann sollte man eher noch mehr Olivin haben und noch weniger Pyroxen. Das heißt, wenn wir in Meteorite gucken, sollten wir eigentlich hauptsächlich diese beiden Minerale finden. Das tun wir auch. Wir finden aber nicht nur das, wir finden außerdem manchmal auch noch ein bisschen Quarz. Und wir sehen oftmals, dass die kontronzoniert sind. Das heißt, sie haben einen Kern aus Olivin, da drumherum Pyroxen und manchmal sogar noch einen Rand aus Quarz. Das ist jetzt, was wir hier aus diesem Magnesium-Silizium-Verhältnis von 1 nicht erwarten sollten. Und deshalb interpretieren wir diese Sequenz von Olivin, Pyroxen, Quarz als eine fraktionierte Kondensation. Was wir jetzt beobachten, beziehungsweise Astronomen beobachten das spektroskopisch, dass in manchen anderen protoplanetaren Scheiben dort auch Quarz auftritt. Man kann dort die Körner messen und man sieht, da tritt auch Quarz auf. Und jetzt kann man für diesen Quarz zwei Erklärungen finden. Die eine Erklärung ist, dass dort eben das Gleiche stattfindet, eben auch eine fraktionierte Kondensation, wie wir es bei uns beobachten, oder dass diese anderen Sternsysteme, Scheiben, einfach eine andere Zusammensetzung haben, dass die einfach siliziumreicher sind und deshalb dort Quarz auftritt. Und um das jetzt zu unterscheiden, ist das Diagramm wichtig. Denn für die zweite Erklärung brauchen wir siliziumreiche Systeme. Aber was wir hier sehen ist, dass im Grunde genommen alle Sterne, das ist eine lineare Skala, keine Log-Skala, die Y-Achse, dass alle Systeme die gleiche Zusammensetzung haben wie die Sonne. Ja, also das sind hier in dem Bereich, hier geht es um ein paar Prozent, 10er Prozent vielleicht, die unterschiedlich sind. Viele davon sind sogar noch, haben sogar noch mehr Magnesium als Silizium. Das heißt, den Quarz, den wir beobachten in diesen anderen Scheiben, ist eher ein Hinweis darauf, dass dort auch eine fraktionierte Kondensation ablief, wie bei uns. Das heißt, die Prozesse scheinen in den verschiedenen protoplanetaren Scheiben gleich abzulaufen, was schon mal wichtig ist, dass unser Sonnensystem vielleicht typisch ist. Und es kommt sehr wahrscheinlich nicht daher, dass diese anderen Systeme einfach siliziumreicher sind. Deshalb ist dieses Diagramm wichtig. Die anderen Sterne haben ein ähnliches Magnesium-Silizium-Verhältnis und daraus können wir eben schließen, dass dort auch eine fraktionierte Kondensation abgelaufen ist und dass die gleichen Prozesse sind. Die einzige Sache, die dabei noch hinzugefügt werden muss, worauf man achten muss, ist, dass man bei diesen Beobachtungen oftmals auf die, wenn man so eine Scheibe anguckt, von der Seite eine protoplanetare Scheibe, dann sieht die wie folgt aus. Die geht meistens so hoch, hier ist die Sonne, das hier ist diese Scheibe, die in beide Richtungen geht, also die läuft dann hier hinten so rum, diese Scheibe. Ja. Und man beobachtet jetzt meistens die Oberfläche dieser Scheibe und man schaut hier nicht in, wenn hier noch so eine Mittelebene, so eine Midplane ist, in dieser protoplanetaren Scheibe, man schaut jetzt nicht in diese hier rein, weil dafür ist das Ganze optisch zu opak. Also man könnte immer noch das Argument bringen, ja, man sieht nicht genau in die Scheibe rein, also man weiß nicht wirklich, woher die Information mit diesem Quarz kommt. Auf der anderen Seite glaubt man, dass es hier vielleicht Turbulenzen gibt und so weiter. Das führt jetzt relativ weit, aber das ist vielleicht eine Sache, auf die man bei dem Ganzen, was man bei dem Ganzen auf jeden Fall im Hinterkopf haben müsste. Aber insgesamt scheint es so, was abgelaufen ist in unserer protoplanetaren Scheibe, ist durchaus repräsentativ für das, was auch in anderen Scheiben abläuft und umgekehrt.